wollen wir oder nicht? Ja! Wir wollen das oder nicht? Ja! Ja, wir wollen wieder die Bühnen für die Künstler, die uns Freude machen. Und wir wollen fit sein auf den Bühnen und dazu braucht es ein Immunsystem. Wir brauchen keine Spritzen, oder nicht? Nein! Keine Spritzen? Nein! Nein, keine Spritzen. Und deswegen haben wir den Urs Hochstresser da. Schwasser, er ist 65 Jahre alt, fit wie ein Turnschuh, Multikulti-Sportler, so wie ich auch, in vielen Ländern unterwegs gewesen. Und er kommt hier aus dem nahen Aargau, aus der Schweiz, und er will uns etwas sagen und mitgeben, dass wir nicht gespritzt werden müssen, weil wir haben ein 120.000 Jahre sich entwickeltes Immunsystem. Und wir haben die Influenza A und B schon immer weggesteckt. Und Corona ist doch gar kein Thema. Und wir sind keine Terroristen, die andere Leute anstecken. Wir sind Menschen mit unseren Schwächen. Aber durch das Immunsystem sind wir fit. Und nun Bühne frei für unseren Schweizer. Urs, wir brauchen dich und deine Informationen zum Thema Naturkunst, ein bisschen Naturheilkunde. Und da ist er wirklich in der Welt sehr, sehr bekannt als Naturkunstpapst. Und nun Bühne frei für den Urs. Guten Abend, Konstanz. Guten Abend, liebe Mitmenschen. Es ist mir eine Ehre, hier heute Abend bei euch zu sein und zu euch zu sprechen. Ich habe meine Berufskarriere der Ernährung dedikiert und ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe übrigens 25 Jahre strikte Rohkost gelebt. Ich habe die Rohkost entworfen. Ich wollte wissen, ob es möglich ist für uns Menschen, entgegen der Aussage der häufig, gesund zu bleiben, wenn wir uns mit veganer Rohkost ernähren. Ich weiß es, ich habe es erfahren, es geht. Es geht wunderbar. Es stärkt das Immunsystem. Und wir brauchen uns nicht mehr vor Krankheiten zu fürchten. Sowas wie Grippe ist nichts anderes als ein Ausmisten des Drecks im Körper. Dagegen können wir uns nicht impfen. Das ist eine Lüge. Wir wollen mithelfen, hier das System zu verändern. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo jetzt einen großen Wandel stattfindet. Wir sind Zeitzeugen davon. Und wenn wir dabei mitarbeiten wollen, dann müssen wir zuerst unsere eigene Welt in Ordnung bringen. Das können wir. Viele Menschen sagen immer wieder, ja, sag mal, was kann ich als Einzelperson tun? Das ist relativ einfach. Wir fangen vielleicht am besten mal beim Denken und beim Essen an. Das Essen ist etwas, das wir dreimal täglich bis fünfmal täglich tun. Würden wir das nicht tun, was würde passieren? Ja, richtig, wir würden vom Ableben Gebrauch machen, auf jeden Fall die meisten von uns. Was heißt das? Wenn wir die falsche Nahrung zu uns nehmen, dann betrügen wir unseren Körper, unser Wohlsein, unseren Geist. Eine Frage, brauchen wir denn tatsächlich die Industrienahrung? Brauchen wir denn tatsächlich diese Multikonzerne, die uns vergiften wollen mit ihren Agrargiften? Nein! Nein, wir hatten tolle Landwirte, die Nahrung anbauen können auf biologischer Basis. Das sind die Leute, die wir unterstützen müssten. Es wäre geschickt, wenn wir uns jetzt entscheiden würden, das Essen von den Leichenteilen unserer Tiere ablassen. Es wäre geschickt, und ich weiß, dass das vielleicht jetzt nicht jedem gefällt, aber darauf können wir in dieser Zeit keine Rücksicht mehr nehmen. Wir haben keine Zeit mehr, um verhandeln zu können. Es ist ein Vorteil, wenn wir uns dazu bewegen können, dass wir ein bisschen Disziplin aufbringen, denn diese Disziplin ist ein Tribut, den wir bezahlen, dass das
wofür wir jetzt hier stehen, auch tatsächlich realisiert wird. Dieser Tribut, den können wir nach oben schicken und wir werden die göttliche Hilfe haben. Die brauchen wir jetzt. Und die Leute, die bereits vegan essen, die können einen weiteren Schritt machen. Ich empfehle euch, geht in die Rohkost. Das bringt Wunder. Ich habe es erfahren, ich weiß es. Ich weiß es deshalb, weil bei der Umstellung auf die Rohkost, da wurde ich euphorisch, weil die Schwingung nach oben geht. Man gewöhnt sich allerdings daran. Und zwar relativ schnell, innerhalb von 2 bis 3 Monaten. Aber was ich dann erlebt habe, als ich mal eine Ausnahme machte, weil wir in den Ferien waren auf den Malediven und es gab keine Rohkost. Meine Lieben, ich kann euch sagen, was da passiert ist, innerhalb von 48 Stunden. Meine Frequenz hat sich nach unten begeben und der Deckel ist zugegangen. Ich habe Angstzustände gekriegt, weil ich keinen Zugang mehr hatte zu meinem höheren Selbst. Es ist sehr bequem, diesen Zugang zu haben. Das kann ich euch versichern. Wir haben die Rohkost entworfen, wir haben es niedergeschrieben, wir haben es aufgezeichnet, wir haben für euch die Türen geöffnet. Hindurchgehen muss jeder selber. Es ist eine großartige Sache, durch dieses Tor zu gehen und den direkten Draht nach oben zu haben. Da können wir anordnen an der Quelle, was wir wünschen, was wir haben müssen. Wir haben keine Zeit mehr, um geplänkelt zu haben. Meine lieben Mitmenschen, hier in Deutschland, in der Schweiz, haben wir einen Schweizer Psalm, der unsere Nationalhymne ist. Darin heißt es, betet, freie Schweizer, betet. Wir müssen das jetzt nicht mehr singen, wir müssen es tun. Und warum helft ihr uns nicht dabei hier in Deutschland? Auch ihr könnt es gebrauchen. Wenn wir nämlich uns umschauen, dann sehen wir, wie viel Dunkelheit in unseren Regierungen, in unseren Konzernen, in unserer Welt da mit den Tentakels nach uns greift. Dann könnten wir ein bisschen Göttlichkeit gebrauchen. Und ich kann jeden Einzelnen dafür aufrufen, fangt mal bei eurem Denken und bei eurem Essen an. Das wirkt Wunder. Ich bedanke mich und ich wünsche euch alles Gute. Ich liebe euch und Gott segne euch. Lieber Horst, vielen Dank. Und ich sage nochmal euch Grüezi und Merci. Dankeschön. Grüezi miteinander und danke vielmal. Ich wünsche euch eine gute Heimreise. Bis zum nächsten Mal. Danke. Und rüber über die Grenze nach Aargau. Ist nicht so weit. Jetzt haben wir hier den Carsten aus Regensburg. Der hat ein ganz außergewöhnliches Musikinstrument dabei. Und er nennt es das Instrument der Freiheit.